www.chat.de. Und ich sage, wir nehmen den linken Arm in den Himmel. Wo sind die linken Arme? Wir nehmen den rechten Arm dazu und fangen an zu klatschen. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt ist er eingereist. Extra aus Köln. Euer Vater Abraham. Vater Abraham hat sieben Söhne. Füße, pass auf. Wollt ihr wissen, was bei dem am T-Shirt steht? Die arme Sau. Er ist Solo. Er ist Solo. Vorne der. Er ist Solo. Scheiße. Ich hab mir Zwiebeln auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Ich hab mir Zwiebeln auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Ich hab mir Fressen kann. Wushi, Pizza, macht Spitze, aber Döner macht schöner. Und ihr? Oh! Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Juhu! Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei. Ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ihr? Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß. Mit den Damen und jetzt weiß ich ja, dass sie wirklich Solo sind, auch auf der Bühne zu sein. Da würde ich sagen, machen wir die längste Nummer, die ich im Programm habe. Ihr habt den Augenschmaus, ich kann noch mal so ein bisschen föhlen. Und ich komme ja gebürtig aus Köln, versuche schon den ganzen Tag hier Hochdeutsch zu reden. Ich hoffe, ihr habt mich alle verstanden. Aber bei uns in Köln ist gerade eine Jahreszeit zu Ende gegangen, die kennt ihr auch. Das ist der Karneval. Und ich habe mir gedacht, bringst du ein bisschen Kultur aus Köln mit nach Friedrichshafen. Ihr seid so geil. Ich glaube, der wird 100% funktionieren. Und für den einen oder anderen, der sich noch nicht so ganz sicher ist, den besteche ich natürlich wie die Cindy mit einer wunderschönen Rose. Hier ist er, der Kölzer Toupé, mit uns zusammen in Schuttgart. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und sei bei mir.
Tim Toupé, guten Abend in Friedrichshafen, wie jedes Jahr? Ja, wie jedes Jahr. Einen wunderschönen guten Abend. Das war ja wieder gigantisch hier bei euch. Unglaublich. Die Halle ist größer geworden, die Leute sind mehr geworden. Freut mich, weil ist auch ein super sympathischer Veranstalter hier. Ich hatte riesen Spaß und hoffe, die nächsten 3 Jahre komme ich wieder hier hin. Und eins muss ich euch auch noch sagen, ihr habt die hübschesten Frauen hier, vor allem Backstage. Ich habe mich verliebt und ich glaube, wir heiraten. Okay. Ich habe sie eben kennengelernt, weil ich hole sie mal gerade. Bleib du mal da. Alles klar. Weil dann kommt man ja doppelt so gerne nach Friedrichshafen. Wir haben also gerade eben überlegt, dass wir heiraten werden. Okay. Wir haben uns hier getroffen und das ist Liebe auf den ersten Blick. Und du bist die? Sabrina. Aus hier, aus Friedrichshafen? Ja, aus Friedrichshafen. Ja, aber wir haben schon Umzugsorganisationen über jetzt das Internet alles organisiert. Die packen die Möbel und sie ist dann nach Köln demnächst. Okay, bist du einverstanden oder? Ja, ja, haben wir schon geklärt. Okay. Ja. Montag geht's nach Las Vegas und da wollen wir dann heiraten. Die Trauzeugen stehen da vorne schon. Wollen wir die auch noch dazu holen? Wo sind die Trauzeugen? Brauchen wir die Trauzeugen, bitte. Kommt mal her. Du bist die? Tina. Tina, hi, du bist Trauzeugin. Und mein Segen haben die auf jeden Fall, weil die zwei sind so ein süßes Paar. Ich habe noch nie ein süßeres Paar gesehen. Okay, da gibt es wohl nicht mehr viel zu sagen. Doch, dazu. Wir fahren mit dem Schiff nach Las Vegas. Da vorne sind gerade die zwei Kapitäne vorbeigelaufen. Die schippern uns dann über von die Klaus Nordsee und Klaus. Dann nach Las Vegas. Alles klar. Also ihr habt einen riesen Spaß hier. Du bist vorbereitet für später? Ja, für den Hafen der Ehe meinst du, oder? Ja, also allgemein auch. Ach so, für die Hochzeitsnacht heute Nacht. Ja, auch. Ja, bin ich auch vorbereitet. Okay, also ist der Auftritt so Nebensache jetzt? Nein, der Auftritt war super und wir haben das ja wirklich bis nach dem Auftritt geheim gehalten hier. Wir haben das eigentlich vorher schon beschlossen, aber ich wollte volle Konzentration auf der Bühne. Habe ich auch gemacht, hat riesen Spaß gemacht. Die Leute sind mitgegangen, sie standen in der ersten Reihe. Ich habe extra nicht hingeguckt, sonst wäre ich ja wieder nervös geworden. Es ist wirklich... Also war es wirklich Liebe aus dem ersten Blick? Auf den ersten Blick war es Liebe, ja. Bei dir auch? Ja, unbedingt. Alles klar, dann wünsche ich euch beiden viel Glück in eurer zukünftigen Ehe. Ja, weißt du, was das Schöne ist? Wenn wir nächstes Jahr dann hier wieder feiern, können wir Einjähriges feiern. Ja. Ja, stimmt. So machen wir das. Erste Hochzeit. Mit Nachwuchs vielleicht schon. Meinst du, so schnell geht das? Guck mal, sind wir uns auch schon einig. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Ja. Geht ja heutzutage schnell, ne? Nee, wir haben das im Griff. Wir haben das im Griff. Alles haben wir klar. Noch gar nicht drüber gesprochen. Viel Spaß. Ich sage Dankeschön, Friedrichshafen. Ihr wart ein gigantisches Publikum. Ich komme gerne wieder mit der Frau meines Lebens. Tschüss. Und der Trauzeugin, wo ist sie denn? Sie ist weg. Trauzeugin ist sie. Das war's vom Schlagerstall XXL 2014. Ich hoffe, es hat euch riesen Spaß gemacht. Wir hatten Spaß und wir wünschen euch eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel mit C-Chat-Team. Ciao, macht's gut.